Was machen wir am 23. Erzähl. Wir machen am 23. eine wahnsinnig grossartige Party. Drag meets Rock, Darlings. Wo wir Drag Queens haben, die zusammen mit Rockbands auftreten. Und für was? Gegen. Wir sammeln Geld gegen die Gay Camps in Russland. Ich komme jetzt gerade vom Kindergeburtstag von meiner Nichte und vorhin noch schnell wieder Schnee drin gesehen, weil ich ein neues Kleid für meine Show bekommen habe. Und ich muss auch meine Probe für die Benefizveranstaltung am 23. Dezember mit den Furlongs, wo wir Drag meets Rock machen. Und ich bin angefragt worden, ob ich das hosten will und ob ich in der Jury sein will. Und wenn du in der Jury bist, solltest du vielleicht auch singen können. Und darum bin ich jetzt unterwegs zu der Probe und ich nehme euch mit. Und ja, ich bin wieder mal zu Basel, weil ich wohne hier tatsächlich. Jetzt gehen wir in die Probe und dann sehen wir mal, was es eigentlich heisst. Also was es eigentlich heisst, ich meine, viele von euch wissen, was es heisst, eine Show auf die Beine stellen oder vielleicht nicht. Und zu dem geilen Konzept, weil wir werden Drag Queens zusammen mischen mit irgendwelchen Rockbands. Und die kennen sich nicht, wir werden zusammen eine Show machen von 15 bis 20 Minuten. Und werden dann bewertet und gewinnen wahrscheinlich recht geile Preise. Das ist alles noch ein bisschen in der Planung und so. Und ja. Übrigens eine sehr lustige Tatsache in Basel. Es sind eine Strasse, wo sie fälschlicherweise zwei Strassenschilder angebaut haben. Und einen Spiegel gesetzt haben. Jetzt kommt ein Tramli und ich muss ein bisschen sprinten. Von dem machen wir es wieder später. Bam! Für mehr Freizeit steht an der Tafel bzw. an der Wand hier im Kleinbasel. Ich stand zu Basel vor dem Wartec. Die Bierbrauerei früher noch gesehen, jetzt ist hier in Sothaus ein riesen Club, wo es gab eine Visa-Ramis unterwegs ist. Und im Keller unten habe ich meine Probe mit der Band, der Furlongs. Und ich warte bei Regen, ich habe keinen Regenschirm dabei, sehr gut. Hinter dran wird meine ganze Tasche nass, aber who cares. Und mal schauen, ob die Herren und Damen auftauchen. Und ja, dann geht es in die Probe rein. So, jetzt bin ich einfach nicht mehr allein. Jetzt sind sie alle da. Und jetzt geht es ins dunkle, finstere Loch. Chris ist auch da. Bassist, glaube ich, ist er. Und geht es oben im Bandroom. Oh mein Gott. It's a bit small and dark. Ich bin auf der Empore. Oh mein Gott. So. Jetzt gilt's ernst. Au! Das ist ein guter Abschluss. Tschüss, Tabe. Sorry! Haben wir etwas gelernt heute? Yep, I am. She knows everything. Alle Infos sind schon in der Infobox unten zu diesem Konzert mit 5 geilen Drag Queens und Rockbands und an einem Furlong, wo man mehr die Show eröffnet und wo das Ganze hostet. Ich hoffe, ihr seid dabei und wir sehen uns bald, würde ich sagen. So sind wir wieder. Da ist Vivi. Hi! Why? I mean, hi! Yes, you don't have to act gay. It's okay. No, this is me. This is me. Hello. Was machen wir am 23. Erzähl. Wir machen am 23. eine wahnsinnig grossartige Party. Drag meets Rock, Darlings. Wo wir Drag Queens haben, die zusammen mit Rockbands auftreten. Und für was?
gegen, wir sammeln Geld gegen die Gay Camps in Russland, damit das schreckliche Zeug dort endlich aufhört. Yes. Also Benefits, Anlass und die beste Drag Queen meets Rockband, die beste gewinnt. It's gonna be fun, darlings. You have to be there, 23. Dezember im Rock Fact. In Münchenstein. Alle Infos zu dem Anlass sind unten in der Infobox und I hope you see you there. See you, bitches! Bye. So, da bin ich wieder in der Rapgasse unterwegs ins L39. Mal wieder. Schnell eine Sache besprechen für die nächsten Partys und ja. Mal schauen, wie man alles antrifft und wie es aussieht nach der Halloween-Party. So. Wir werden es sehen. Das ist übrigens für die, die nicht wissen, wie es aussieht. Gehen wir da rein, gucken, was denn da innen läuft. Noch nicht wirklich viel und dann haben wir jemanden da. Wir kennen ihn ganz gut. Hallo! Hallo! Bist du wieder am Vloggen? Ja. Und dann muss ich jetzt gleich wieder mitmachen. Hi! Ja, hi! So. Wir müssen jetzt reden, ernstes Wörtchen. Oh Gott. Nein, müssen wir nicht. So, ich muss jetzt ein bisschen hier besprechen mit ihm und so Zeugs und so. Und dann sehen wir uns irgendwann wieder. Das war's gesehen von meinem Blog. Vlog, whatever. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dann sehen wir uns bald wieder. Jeden Dienstag und Donnerstag, oder? Wirklich. Ihn sieht man auch immer öfters, gell? Habe ich gehört.